Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir ein Unboxing für euch, was, wie ihr seht, etwas anders werden wird. Und zwar haben wir uns die Zoo Royal Schatzkiste geholt. Die befindet sich, wie Sammy schon herausgefunden hat, hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Oh, ich feiere das so hart immer, wie er sich darauf immer freut, ne? Wenn er sich nicht so freuen würde, dann würden wir dieses Video auch nicht drehen. Ich habe auch die für Katzen da, die werde ich euch dann auch gleich zwischenzeitlich einfach mal zeigen. Und wenn der kleine Mann am Futtern ist. Er hat tatsächlich genau diese Box schon unter seinem Weihnachtsbaum gehabt. Ich habe sie zweimal bestellt. Eigentlich hatte ich vor, dass ich eine mit ihm zusammen im Video aufmache und eine verlose. Aber dann hat sich das Ganze so lange hingezogen, dass er halt einfach eine komplette Box unter den Weihnachtsbaum gelegt bekommen hat. Und ja, wir jetzt zusammen diese Schätzelein aufmachen. Immer mal wieder bekommt man bei Zoo Royal die Möglichkeit, eben so eine Schatzkiste zu bestellen. Da gibt es die Variante für Hunde und die Variante für Katzen. Ich glaube auch für Welpen und für Kitten. Manchmal gibt es die auf jeden Fall. Genau, ist aber mit einem bezahlbaren Preis auf jeden Fall immer. Und ja, Sammy ist schon fleißig am Schnüffeln. Ich zeige euch mal die ersten Dinge, die mir in die Hände fallen. Man kann es auf Instagram posten und bekommt dann bis zum 31.01.2021 per Zufallsprinzip, wenn man den Hashtag verwendet und so, die nächste Schatzkiste umsonst. Ja, und dann kann man auch nochmal 5 Euro ab 49 Euro Mindestbestellwert mit dem Code XMIS2020 sparen auf der Online-Seite von denen. Ich habe gestern tatsächlich noch dort bestellt, weil ich für Sammy Hundefutter bestellt habe und ein bisschen was zum Naschen und Spielen. Nicht, dass ich hier was zum Naschen und Spielen drin hätte, aber hey. Ich gucke auch mal, genau, ich kann auch die Preise auch mit einblenden. Nee, kann ich nicht. Ja, schade. Egal. Auf jeden Fall ist hier so ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit dabei. Das sind Produkte, genau, alle Food-Produkte, die hier drin sind, sind ohne Zuckerzusatz und ohne Weizen. Das finde ich auch ganz nett. Hier haben wir die Produkte aufgeführt. Und hier haben wir Naschis drin. Wir haben Trockenfutter und Nassfutter mit dabei und Spielzeug, ne? Das finde ich ganz cool. Genau, hier. Sammy, was meinst du? Soll ich mal reingucken? Hm? Er fällt gleich in die Kiste, Leute. Ich sag euch, das ist der Wahnsinn. Okay, ich muss jetzt zusehen, dass ich ihm irgendwas mal zu futtern gebe. Und zwar fangen wir hiermit mal an. Das ist Entenbrust getrocknet. Von Zoo Royal, von der Eigenmarke Individual Care, ist da der, die Reihe. Nur 2,8% Fettgehalt und das ist ohne Zusatz von Weizen. Und 100% nur eine tierische Proteinquelle. Genau, das ist dieses hier. Und da sind halt so Streifen drin. 250 Gramm, das ist auch schon mal ordentlich. Dann machen wir das mal auf. Ach ja, ich liebe meinen Hund. Ja, ja. Ne, Maus? Du liebst mich auch, ne? Ja, vor allem, wenn ich dir so viel Nasses gebe. So viel Nasses. Riecht gut. Ich glaube, das riecht gut. Ja, ich persönlich würde schon sagen, dass es gut riecht. Mm. Was meinst du, Sammy? Oh, der ist im siebten Himmel, ey. Bitteschön. Habe ich gerade hier angesammelt. Meine wunderschönen Socken mit Pinguin. Ja. Die darf er auch gerne ansabbern. Das ist vollkommen in Ordnung. Dafür ist er heute hier, ne? Wir sind ja nicht hier zum Spaß, Leute. Wir sind hier zum Naschen. Genau. Als nächstes habe ich hier Nassfutter drin. Das hat der Heiligabend tatsächlich auch bekommen. Das ist Huhn. Natürliches Fleisch. Das ist so eine von Procani Selection. So eine Wurst. Leider sieht das nicht so lecker aus, wie das hier abgebildet ist. Also ich hatte mich drauf gefreut und ich hatte gehofft, dass es so aussieht. Also dass quasi die Mahlzeit auch so ansprechend für Sammy aussieht. Aber leider ist es halt eher so eine Matschepampe, leider. Leider, leider. Aber es hat ihm geschmeckt. Ne? Also ich persönlich würde es für Sammy und der wiegt... Sammy, was wiegst du? 20, 22? Grob Kilo? Vielleicht auch mehr. Er möchte über sein Gewicht nicht reden. Ist es vielleicht ein bisschen viel? Na, da würde ich tatsächlich die Hälfte für nehmen. Steht hier irgendwas mit
Das habe ich nämlich gar nicht durchgelesen, ob da irgendwelche Fütterungshinweise stehen. Nö, gar nicht. Jo. Ne? Ist auf jeden Fall so eine Wurst. Fand ich aber ganz cool. Also zu Heiligabend war das auf jeden Fall eine nice Geschichte. Komm, Sammy, erstmal wird ein bisschen noch weiter genascht, ne? Bevor du dein richtiges Futter bekommst. Okay, von Cereal Individuel Care, die hat ja auch schon gerne gefressen hier. Die hat er ab und an von Härchen gekriegt, Leute. Nur 3,1% Fettgehalt, Kauknochen mit Ente. Genau, und da steht ja echt tierisch drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es hat er schon offen, aber das ist nicht schlimm. 5 cm sind diese Dinge wohl groß. Ich wurde auch öfters mal gefragt, ob das auch was für kleine Hunde ist. Bedingt, würde ich sagen. Also manchmal haben wir hier auch Leckerlis mit dabei, die ein bisschen kleiner sind, also die man dann auch dementsprechend kleinen Hunden reichen könnte. Ich persönlich würde aber schon sagen, dass hier meistens auch Leckerlis mit dabei sind für mittelgroße Hunde. Aber das sind meistens halt so weiche Sachen, die kann man auch klein schneiden, ne? Also wenn ich jetzt einen Chihuahua oder sonst was Dackel oder sonst irgendwie so einen kleinen Hund hätte, dann würde ich halt auch ihm so kleine Teile davon geben. Ja, kann man klein schneiden, ne Maus? Sitzt du mir gleich wohl auf dem Schoß? Aber ich muss doch erst hier diese Sachen entfernen, Maus. Sonst kriege ich das A nicht auf. Und B könnte es sein, dass einer von uns beiden sich an diesen Tackernadeln schneidet oder piekst. Und da ich ein Tollpatsch bin, wird das wohl eher ich sein und weniger du. Weil du passt auf. Artig. So ein artiger Hund, ne? Und so viel Artigkeit muss grundsätzlich belohnt werden. Die sehen schon gut aus, ne? Du hast halt in der Mitte so eine, ich denke, Rinderkopfhaut oder so. Hier ist es doch, oder? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, was das sein kann. Und dann da drumherum halt so dieses Trockenfleisch. Kannst du hier auch immer wieder schön frischemäßig verschließen, aber wir haben das meistens in so Bonbongläsern oder diese Einmachgläser, die man bei Ikea kaufen kann. Finde ich total klasse dafür. Mit Ente ist es einfach nur. Doch, das ist wohl Rinderhaut, genau. Rinderhaut 62% und 32% Entenfleisch, Sojaprotein, Maisstärke, Sorbitol und Mineralstoffe. Ja, das mag er auf jeden Fall. Nom, 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 nom. Okay, dann kann ich euch währenddessen einfach mal ein paar Spielis zeigen. Hiervon haben wir in der anderen Box auch den Mann gehabt. Das ist so ein Lebkuchenvieh, so ein Quietschi. Das ist halt so ein Plastikteil, ne? Da fährt Sammy nicht so drauf ab. Also, das sind eher so Sachen, das ist Spielzeug von Trixie hier, ne? Die sammeln wir gerne und dann spende ich das, ja, an Tierheime oder Tierschutzorganisationen, die hier so drumherum sind. Übrigens konnte man sich zu dem Zeitpunkt, wo ich bestellt habe, einen Goodie aussuchen. Schaut auf jeden Fall immer nach. Man kann immer gestaffelt nach Bestellwerten sich immer ein Goodie dazulegen lassen. Dann kann man sich aussuchen, ob man eine Futterprobe nimmt oder Leckerlis oder so. Eine Tasse hatte ich auch schon mit dabei. Und dieses Mal habe ich mir Topflappen mitbestellt. Sitz, Plätzchen, bleib. Das fand ich einfach süß, komm. Ne, da kann man jetzt so, also das ist ja Wahnsinn. Ich fahre drauf ab. Und jo, das sind jetzt unsere neuen, ja, Topflappen. Okay. Dann haben wir hier noch was mit dabei gehabt. Das hat mich auch schon bei der anderen Box so verwirrt. Mein Hund ist der Bestie. Und hier ist tatsächlich ein Tee drin. Und jetzt an alle Kenner von euch. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass es ein Tee für Menschen ist. Oder ist es ein Tee, den man auch Hunden geben kann? Weil wenn das in der Zoo Royal Hundebox drin ist, würde ich eigentlich erwarten, dass es für Hunde ist. Weil hier sind verschiedene Teesorten drin. Also von Mesmer, ne? Das sind wirklich verschiedene Teesorten. Ich glaube, dass es eher so ein Goodie für den Menschen ist. Hier haben wir Schneewunder mit Kirsche und Marzipan. Das ist safe für Menschen. Also ich habe schon mal gehört, dass man Hunden so Kamillentee oder sowas geben kann, wenn die irgendwie Magenprobleme haben oder Fencheltee oder sowas, ne? Aber das hier, Himmelszauber, Winterpunsch, Mandel, ist tatsächlich, das ist was für Menschen. Das trinke ich mir. Ja, Wintertraum, Zimt, Stern, Orange. Ich glaube, sowas dürfen Hunde auch gar nicht, oder? Orange? Ja gut, Pfefferminze, ne? Das kann ich mir halt vorstellen. Und Klassik, das wird dann ja ganz normaler Schwarztee sein, wenn die Hunde vielleicht zu schlapp sind oder so. Ja, aber ich denke eher, dass es was für mich ist. Ich glaube, da die ganze Box ja für den Hund gedacht ist, hat sich dann Zoo Royal überlegt, komm, wir gehören ja auch zu Rewe und wir haben ja auch Essen im Sortiment, also nicht bei Zoo Royal, sondern bei Rewe. Und deswegen gibt es jetzt hier noch was für den Menschen mit dabei. Ist schon süß, aber tatsächlich eher was für Menschen. Oder was meinst du, Sammy? Du würdest sowas nicht trinken wollen, ne? Nein. Hier haben wir etwas von der Marke drin. Die haben wir öfters auch in diesen Boxen mit dabei.
von Mera Nature's Effect Snacks. Crunchy Nuggets mit Rind. Das ist mit Äpfeln, Karotten und Kartoffeln. Das hört sich nach einem richtigen Weihnachtsmenü an hier drin. Und das hier sind jetzt eher feste Sachen. Das fühlt sich jedenfalls so an. Also da jetzt an alle Hundebesitzer von Kleinhunden, Captain Wedel. Das ist wahrscheinlich eher was für mittlere Hunde. Also, ja. Maus? Möchtest du jetzt in diese Tüte reinspringen? Mit der Nase zuerst? Was meinst du? Lecker? Ja, die sehen auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Wegen der Karottengeschichte, genau. Also, ne, die sind halt auch so, wie nennt man das? Eingefärbt. Genau, und Sammy hat natürlich jetzt auch ein bisschen, ja, der muss das jetzt ein, zweimal durchkauen und hat jetzt ein paar Bröckchen da liegen. Dann kann er sich das nach und nach essen. Ja, was haben wir denn noch hier alles mit drin? Okay, hier habe ich noch etwas, oh, wir haben noch einiges an Leckerlis. Christophorus Soft Imbiss, die saftige Belohnung mit Forelle und Insekt. Das finde ich cool. Mit Erbsen und Kartoffeln für nur eine tierische Eiweißquelle. Mhm. Jo. So sieht das aus. Und das hatten wir, also wir hatten dieses von der Art her auch schon etwas mal in Boxen mit drin. Ich liebe es, wenn er es macht. Das sind halt auch eher so softere Geschichten. Und das ist halt in einem mega süßen Fischpressing-Gedönsen, ne? Ist schon irgendwie cool. Riecht nach Hundeleckerli. Das hat jetzt keinen großen Eigengeruch. Ja, und die atmet ihr einfach so ein, ne? Ist ja kein Thema für ihn. Genau, also das ist halt auch für kleine Hunde geeignet. Ne? Cool. Doch, also nette Naschis haben wir dabei. Also diese Box, die kosten unter 20 Euro, die sind nicht teuer. Ne? Das finde ich immer sehr beeindruckend, was man dann dafür bekommt. Hier haben wir jetzt, oder kommen wir aber gleich zu dem Nassfutter. Da habe ich jetzt erstmal hier ein bisschen Trockenfutter. Ich glaube, das kriegst du aber auch, oder? Nee, das ist Soft Snack. Das sind Snack-Sachen, Sammy. Das ist Leckerli. Ergänzungsfuttermittel, ja. Das ist nicht das Hauptfuttermittel, ne? Genau, von Happy Dog. Von Happy Dog kenne ich nämlich, deswegen dachte ich es gerade, dass es eine Futterprobe wäre. Da kenne ich normalerweise nur die großen Trockenfutterbeutel. Da hatten wir nämlich auch schon einiges mit drin. Afrika mit Strauß, Sammy. Getreidefrei, ohne Zuckerzusatz und nur Strauß ist hier drin. Man wundert sich. Also du machst ja gerade eine ganze Reise durch die Fauna, durch die ganze Tierwelt, wa? Das riecht auf jeden Fall schon mal ganz gut hier raus. Ja, die sind jetzt, das sind so Herzchen, süß. Also die sind jetzt ein bisschen trockener, glaube ich. Aber halt jetzt, ciao, nicht super trocken. Also, genau, sieht schon mal ganz gut aus, ne? Ja, ihr mag es auf jeden Fall. Habt ihr schon mal Strauß gegessen? Also so richtig Strauß bei uns beiden? Boah, wo war das denn? Oh, irgendwie so ein ominöser Laden. Nein, eigentlich ist es da ziemlich lecker, aber die hatten tatsächlich auch Straußenfleisch. Und es ist kein ominöser Laden, aber der erzählt keinen Scheiß. Genau, und das habe ich da probiert und das war super lecker. Mongole. Oh. Ja, die haben halt immer sehr viele. Die haben auch Krokodile und sowas, da bin ich immer sehr vorsichtig, aber ich probiere alles. Ich sage nie, ich mag es nicht, wenn ich es nicht vorher probiert habe. Hier haben wir jetzt auch nochmal so ein Plüschi-Fiji. Das andere, was er bekommen hat, hat er schon so zerfetzt. Und hier ist so ein kleiner Schneemann drin. Ne? Ich quietsch das jetzt nicht, weil er würde das direkt nehmen und zerfetzen. Man sieht seinen Blick. Ne? Ja, genau. Das gebe ich ihm nachher einfach. Dann kann er damit spielen, hat er 5 Minuten Spaß mit und dann hat er es auseinandergepflückt. Ne? Das andere Ding, da fliegt hier nur noch die Hülle von rum. Ich weiß gar nicht. Genau, da hatten wir das Rentier. Genau, das hier. Das war in der anderen Box mit drin. Alternativ hätte es dann auch noch irgendwie so ein sehr, sehr, sehr süßen, ich weiß gar nicht, wie halt Weihnachtsmann gehabt oder so. Das wäre halt noch eine Alternative. Und auch bei den anderen, bei diesen Quietschi-Viechern, hätte man auch unterschiedliche haben können. Genau. Das ist dann aber für später Sammy Maus. So, jetzt habe ich hier nämlich noch Nassfutter und Trockenfutter. Und da ich bei Sammy ja sein, also der ist jetzt Abendbrotzeit für ihn, ich habe hier schon den Napf hingeholt und auch einen Löffel.
Dann werde ich ihm jetzt nämlich mal mit euch zusammen sein Abendbrot anmischen. Dann nehmen wir zuallererst ein Nassfutter hier von Baikando Finest Selection Truthahn mit Amaranth und Erbsen. Und das ist für XS bis M von der Größe her. 125 Gramm sind hier enthalten. Und ich mixe ihm gerne, obwohl man das nicht unbedingt soll, Nassfutter und Trockenfutter. Wir haben ja auch die Kooperation mit Smoothie Dog. Da bekommt Sammy auch ganz oft von mir einfach Trockenfutter und dann mache ich da einen Smoothie drüber oder ein Drittel Smoothie. Oh, das riecht richtig gut, Sammy. Jetzt mal riechen. Riecht gut, ne? Willst schon essen, ne? Aber das muss erst aus der Tüte raus. Und das gefällt ihm ehrlich gesagt auch richtig gut. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Und ja, aber wenn wir jetzt hier Nassfutter so mit dabei haben, dann bekommt er das natürlich auch. So, dann zeige ich euch gleich auch mal. Willst du es ablecken? Da ist noch was dran. Sieht auf jeden Fall sehr appetitlich aus, um ehrlich zu sein. Ja, also wirklich appetitlich. Nom. Doch. Wäre ich ein Hund, Sammy, ich würde es essen. Genau, das mache ich meistens so ein bisschen klein. Aber das bekommst du nicht direkt, denn da kommt ja noch ein bisschen Trockenfutter rein. Und da guckt, no! Und zwar haben wir hier von Josera, warte, etwas. Das ist das hier. Das ist halt so eine Trockenfutter Probe mit 900 Gramm, kann man auch so kaufen in dem Online-Shop. Nature Energetic ohne Kartoffel, nee, doch, ohne Kartoffel? Warum schreibt man dann, hey, wenn das ohne Kartoffel ist, dann muss man das noch nicht draufschreiben. Merkwürdig, getreidefrei? Warum denn ohne Kartoffel? Das verstehe ich nicht. Ich meine, Sammy ist jetzt kein Leistungshund, wenn man das mal so sagen darf. Also er macht jetzt kein Agility-Training oder sonst irgendwas oder viel Bewegungstraining. Und warte, Sammy, pass auf mit deinen Barthaaren. Ich habe hier eine Schere. Das interessiert dich nicht, ne? Ich brauche eigentlich kein Powerfutter. Aber ja, hier haben wir auf jeden Fall Powerfutter drin. Das ist auch für Erwachsenhunde. Und das sieht sehr, sehr ansprechend aus. So. Mache ich nämlich noch was in seinen Napf mit rein. So. Kann ich euch nämlich gleich noch den Rest zeigen und was in der Katzenbox drin ist, während er sein Futter schnabuliert. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. So, willst du erstmal den Löffel ablenken, Sammy? Hier wäre der Löffel. Das macht er immer ganz gerne. Sei es, dass er einen Smoothie ableckt oder dass er, andere Seite auch noch, Sammy, hier. Oder dass er das Nassfutter ableckt, was dann auf dem Löffel noch drauf ist, darf er nichts bekommen lassen. Dann kriegt er das hingestellt und dann kann er naschen. Ja, so läuft das hier. Genau, doch, das war schon mal ganz nice. Gefällt mir tatsächlich der Inhalt, also mir, ihm wahrscheinlich auch. Hier haben wir noch zwei Nassfutterdosen. Einmal von Max, das Rind und Kürbis, was natürlich auch schön herbstlich-winterlich ist, finde ich, ne? Und da haben wir ein großes Ding drin mit 400 Gramm. Oder halt mittelgroß, ne? Mittelgroß sind diese Dinger dann ja normalerweise. Teile ich meistens dann tatsächlich auf zwei Portionen auf. Und ja, morgens bekommt Sammy nur Trockenfutter und abends bekommt er dann Nass- und Trockenfutter. Und dann haben wir hier noch mit Liebe gekocht, Hardys Traum. Und das hat er tatsächlich auch gestern Abend schon gegessen. Jedenfalls die Hälfte davon. Zweierlei Wild von Wald und Wiese. Süß. Beste Freunde verdienen beste Nahrung, das stimmt absolut. Und hier haben wir auch wieder 400 Gramm drin. Und da muss ich sagen, das hat auch wirklich gut gerochen. Das habe ich ihm ja schon gegeben. Hat er sich drüber gefreut. So, das war dann jetzt die Hundebox. Auch wieder sehr gelungen, ne? Also definitiv auch weihnachtlich. Und dann haben wir hier die Katzenbox und diese Katzenbox geht dann tatsächlich auch an die liebe Marion und ihren lieben Miezis. Denn eigentlich hatten wir vor, uns ein Weihnachtspaket zu schicken. Da wir beide aber die Produkte nicht bis Weihnachten da hatten, gibt es ein neues Paket. Genau, also hier haben wir dann auch den Blick in die Box. Die Katzenbox ist meistens ein bisschen günstiger als die Hundebox, ein paar Euros einfach nur. Auch hier wieder der Gutschein mit drin. Und hier auch der Inhalt, wo drin steht, was drin ist. Dann haben wir hier drin von Soreal, Minkas Naturkost, Huhn und Thunfisch, Mini-Sticks, schmackhafte Proteinquellen. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Wie gesagt, ich bin kein Katzen, keine Katzenmuddi. Ich habe keine Katzen, ich kann das nicht beurteilen. Dann haben wir hier, ich denke, das ist mit Katzenminze.
So ein Engelchen, Baldrian, Katzenspielkissen, Edition Weihnachten. Ach, schon süß, ne? Da werden sich ihre Katzen auf jeden Fall drüber freuen. Genau. Hast du ernsthaft schon aufgegessen? Möchtest du einen Nachschlag? War ja auch nur so wenig, ne? Ja, du verhungerst ja sonst hier. Natürlich. Genau. Dann gibt es Fair Cat, Made in Germany, Green Pet Food, 100% fair und Happy Anti-Hairball. Achso, die Katzen haben ja immer Probleme mit Haarballen im Magen, ne? Stimmt, weil die sich immer so ablecken. Schlau. Dann gibt es hier Filet à la carte, ein Vollwertmenü mit Ente und Huhn, 85 Gramm. Das sieht ja schick aus. Also sowas, ne? Kannst du dann so auf so ein Tellerchen machen und dann schlecken die das so ab von Granata Pet. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, dann geht's weiter mit einem Katzenspielzeug. Das ist eine Maus, ganz klassisch. Und die haben, glaube ich, dann kein Quietschi. Ne, die haben dann eine Rasseli. Und das ist ja eher was für Katzen. Nee, du musst schon weiter essen. Da ist dein Essen. Das ist Katzenessen. Das hier ist auch wieder von Manufaktur Hardys, Love Affair, Ente und Wild, Eat, Sleep, Love, Repeat, 70% Fleisch, natürlich ohne Konservierungsstoffe und kein Getreide. Das ist auch ganz hübsch, so eine 100 Gramm Packung. Ich weiß ja nicht, was Katzen normalerweise fressen, ne? Muss ich gestehen, bin ich wie gesagt kein Experte. Cats Love, feine Kost für feine Katzen, Lachs pur. Mit Distelöl und Petersilie. Okay. In natürlichem Gelee. Sehr schön. Doch, die haben schon eine gute Auswahl hier drin, ne? Dann haben wir hier noch ein bisschen Nassfutter. Und das ist von Miam Miam Insekt. Mega interessant. Mit vorzüglichem Kalb. Getreidefrei. 200 Gramm, so ein kleines Döschen. Ja, Sammy hatte jetzt ja auch was mit Insekten mit dabei. Irgendwann wird es kommen, Leute. Irgendwann werden wir uns nur noch von irgendwelchen Mehlwürmern ernähren. Finde ich ehrlich gesagt interessant, ne, was so auf uns zukommt. Dann haben wir hier auch was von Mera mit drin. Country Taste Snacks. Tasty Bits mit Lachs haben wir hier auch wieder mit dabei. Einfach köstlich mit viel schmackhaftem Lachs. So schauen die aus. Sieht auch ansprechend aus. Also Sammy findet offensichtlich auch ansprechend. Die Dose ist hier ein bisschen eingeditscht, aber das tut dem Produkt im Inneren ja keinen Abbruch. Max Geflügel und Cranberry. Ich glaube, sowas hatten wir auch schon mal für den Hund. Mit 200 Gramm die kleine Dose. Jo. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Oder seiner Katze vielmehr. Auch hier haben wir eine Trockenfutterprobe mit drin. Cat Food Leonardo. Rezeptur ohne Getreide. Ja, moin. Adult Poultry. Okay, 300 Gramm mit extra frischem Geflügel. Jo, das sieht auch sehr ansprechend aus, finde ich. Da werden sich Marions Katzen hoffentlich drüber freuen. Dann haben wir noch zwei Dosen und dann sind wir auch mit der Katzenbox durch. Von Venandi Animal Premium Katzenfutter. Truthahn als Monoprotein. Und hier sind auch wieder 200 Gramm drin. Der kommt hier von der Ecke an, ne? Süß. Dann haben wir hier noch von Mia Moore als letztes die feine Beute. 7 Sorten mit Rind und das ist getreidefrei. Hier sind 185% drin. 65% Fleisch und Innereien. Ja, nimm Sammy, das wird für dich auch mal wieder Zeit, dass du einen ganzen Pansen bekommst. Hoffentlich ist bald der Lockdown vorbei, dann können wir mal wieder mit der Fleischerin unseres Vertrauens sprechen, damit du dann wieder ordentlich was bekommst. Und das, ihr Lieben, waren dann die beiden Boxen. Sammy, du hast ja noch was drin. So sieht übrigens das das Trockenfutter von Sammy, das Josera-Futter in dem Napf aus. Es riecht angenehm tatsächlich, ne? Willst du mal hinkommen? Sammy. Was machst du denn da? Er sitzt einfach hinter mir und guckt meinen Rücken an. Das ist auch nett, ne? Ich packe jetzt mal eben kurz das Katzenfutter wieder zurück. Genau, ich wollte schon sagen. Vielleicht überlegt er sich dann, dass er wieder auf die andere Seite laufen möchte. Maus, du bist ein Hund und keine Katze. Ich kann dieses Katzenzeug hier nicht interessieren, weil du, wie gesagt, ein Hund bist. Hm? Kleine Schnuffel. So, genau. Hier haben wir dann nämlich auch noch Platz in dem Paket, was ich gut finde. Dann kann ich da auch noch was für Marion mit reinpacken. Der Räuber. Der Räuber hat sich das
das Spieli geholt. Warte, lass Fräuchen doch erstmal hier das... Na gut, dann darfst du es aber haben. Das ist so scharf, ne? Geht dahin, mopst sich das Ding und schlürt das durch die Gegend. Captain Schlürfuß. Naja, na gut. Es hat auf jeden Fall ein... Irgendwo. Wo ist denn der Quietschi, Sammy? Weißt du das? Da ist der Quietschi. Oh. Lassen wir ihm Freude haben. Ihr Lieben, das waren jetzt die beiden Boxen von Zoo Royal, die Xmas-Boxen für Katz und Hund. Ja, 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 ja. Er schmust sich an mich ran, das finde ich immer so cool, und knäbbelt dann an seinem Teil rum, so nach dem Motto, guck mal, was ich habe. Oder auch Spiel mit mir. Und das werden wir gleich machen, ne Maus? Ja. Und genau, ich fand die Boxen wieder cool. Ich werde mir die auch das nächste Mal wiederholen. Ich finde, du hast hier einfach einen guten Deal gemacht. Du hast ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis und man bekommt einfach, oder das Tier bekommt die Möglichkeit, so ein bisschen durch das Sortiment durchzustöbern und vielleicht das ein oder andere Special-Leckerli abzustauben oder Spieli, wie Sammy gerade. Und ich finde es cool. Deswegen, ja, für uns auf jeden Fall eine gelungene Box. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!